Kann. Ach, nee, nee, nee. Du schau hin und in der Kraft des Kreuzes rühme ich mich. Und wenn ich siegreich bin, sollen die Menschen sehen, die Quelle mein des Lebens ist, allein auf Christus. Du schaue hin und in der Kraft des Kreuzes rühme ich mich. Und wenn ich siegreich bin, sollen die Menschen sehen, die Quelle mein des Lebens ist Christus allein. Allein auf Christus schaue ich und in der Kraft des Kreuzes rühme ich mich. Und wenn ich siegreich bin, sollen die Menschen sehen, die Quelle mein des Lebens ist Christus allein. Allein auf Christus schaue ich und in der Kraft des Kreuzes rühme ich mich. Wenn ich siegreich bin, sollen die Menschen sehen, die Quelle meines Lebens ist Christus allein. Des Lebens ist Christus allein. Die Quelle mein, des Lebens ist Christus allein. Ja, Geschwister, ich will euch heute begrüßen zu diesem Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern dürfen. Ich bin froh, dass ich hier sitzen darf mit meiner Familie und mit euch Gemeinschaft haben darf. Auch hier über diesen Weg, über das Internet. Und ich bin ja sicher, dass der Herr zu uns reden will, Leute. Und ich weiß, dass er eine Botschaft hat für dich ganz persönlich, der du damit zuschaust. Und auch für uns hier, die wir hier sitzen. Und ich will einen Vers vorlesen aus Psalm 118. Und da heißt es: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Heute ist ein Tag, den er gemacht hat. Und wir wollen ihm die Ehre geben, wir wollen uns in ihm freuen. Wir wollen ihm heute ganz nahe kommen. Deswegen lasst uns noch ein Lied zusammen singen. Dass du mich
Ich danke dir, ich danke dir. Ja, wir können unseren Herrn immer wieder danken für das, was er für uns getan hat am Kreuz. Und es soll keine Selbstverständlichkeit für uns sein, weil das ist das Wichtigste und das Entscheidendste, was in unserem Leben passiert ist. Und sein Wort, was er selbst ist, ist unsere Richtschnur. Hier heißt es im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Geschwister, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, in dieser schwierigen Zeit, in dieser bösen Zeit, kommt viel Verwirrung, auch über das Wort Gottes. Viele Dinge werden gesagt, die überhaupt nicht übereinstimmen mit dem, was hier in der Bibel geschrieben steht. Und deswegen, wir wollen uns halten an sein Wort, weil nur das leuchtet uns den Weg. Nur das leuchtet uns hell auf und bringt uns ans Ziel, wenn wir uns an ihn halten. Das ist unsere Richtschnur hier. Das, was hier in dem Wort Gottes steht. Nicht unsere eigenen Gedanken, nicht unsere eigene Schlauheit, nicht unsere auswendig gelernten Texte, sondern das, was in dem Wort Gottes steht. Das ist Leben. Das hat uns gerettet. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und das ist es, was uns rettet. Nichts anderes. Und dafür können wir unseren Herrn wirklich dankbar sein, dass wir auf ihn schauen dürfen und dass er uns nicht alleine lässt. Ja, Geschwister, lasst uns noch ein Lied zusammen singen. Lasst uns unserem Herrn die Ehre geben. Halleluja. Das Volk versammelt vor Gott, sie lobten den Herrn. Doch ich verstand es nicht. Ich wollte sehen, verstehen, was möge Gott von mir. O Heiliger Geist von Gott. Ich nahte mich dorthin, da erfuhr ich Gottes Kraft. In mein Leben trat sie ein, mein Herz war so beglückt, auch fing ich an zu loben, zu preisen unseren Herrn, unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn, auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn, ich liebe ihn. Auch ich will loben unseren Herrn, auch ich will loben unseren Herrn, auch ich will loben unseren Herrn. Ich liebe ihn. Ich sah das Volk versammelt vor Gott. Sie lobten den Herrn, doch ich verstand es nicht. Ich wollte sehen, verstehen, was möge Gott von mir. O Heiliger Geist von Gott. Ich nahte mich dorthin, dann erfuhr ich Gottes Kraft, in mein Leben trat sie ein. Mein Herz war so beglückt, auch fing ich an zu loben, zu preisen unseren Herrn, unseren Herrn. Lasst uns gemeinsam unseren Herrn loben. Auch ich will loben unseren Herrn. Halleluja, Jesus. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn.
ich liebe ihn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Ich liebe ihn. Halleluja. Wie froh können wir sein, dass wir unseren Herrn loben dürfen und ihn preisen können. Wie froh dürfen wir darüber sein, dass wir dazugehören dürfen. Zu denen, die es erkannt haben. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Geschwister, im Lob Gottes, in der Anbetung Gottes, in seiner Gegenwart, wird alles, was uns bedrängt und bestürmt, klein. Weil seine Gegenwart ist übermächtig und er selbst ist übermächtig. Er ist allmächtig. Und alles, was in seiner Gegenwart sich aufbauen möchte, versagt. Weil er ist das Maß aller Dinge. Es gibt nichts, was ich mit unserem Herrn vergleichen könnte. Oder mit seiner Gegenwart, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gerechtigkeit. Halleluja. Wisst ihr, deswegen werden wir jetzt noch ein Lied zusammen singen. Wir werden unser Herz öffnen für unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Io ci per con lo ciace per on con cai le sanco per ale tra me alleluia Jesus io ci per hai o pras come che o Jesus io ci per con lo ciace per und kon kai leles anko gelaret amen. Halleluja, o Jesus, iu jive, kai optas, fome ge. Kon kame, o giro padi, pade a, du nein Elend, wenn ich du tust, ein paar Schlüsse, Halleluja, und Kabe, oggi du Padi, Palea, du paar Schlüsse, du nein am Paschleste, Alleluia. Jesus, io gipe, und du ciace per, und con caelele sanco, bella retta me. Alleluia, Jesus, io gipe, aiuta. Fome ne, o Jesus, io gipe, o dociace te, o con caelele sanco, bella letta me. Alleluia, o Jesus, io gipe, caio tas, fome ne. Con came, oggi lo padi, palea, tu pasleste, tu nai lele, dehi tu tus, am pasleste, alleluia, con came, oggi palea, tu pasleste, tu nai liles,
Schwestern. Halleluja. Ja, ich will heute ein paar Verse aus dem Psalm 103 lesen. Der ist mir heute ins Herz gegangen. Und ja, ich habe mich an diesen Psalm gefreut. Und der Herr Jesus hat mir dadurch Kraft gegeben und Mut gegeben. Auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Da, wo diese ja, böse Zeit, diese Corona-Zeit ist und überall Krankheit und Not ausbricht. Und ja, wir uns dessen bewusst sind, bewusst werden, dass es nur einen gibt, an dem wir uns würdig halten können. Und das ist Jesus Christus. Wisst ihr, vorher hatten wir viele Optionen. Wir haben gedacht, vieles ist sicher. Die Krankenhäuser haben funktioniert, die Ärzte haben funktioniert, die Medizinen haben funktioniert. Man hat sich sicher gefühlt. Aber diese menschlichen Stützen sind als das entlarvt worden, was sie sind. Nämlich stumme Götzen. Sie können dir nicht helfen. Das Einzige, was dir wirklich helfen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Ich will vorlesen aus Psalm 103 und da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele. Wisst ihr, wann hast du das letzte Mal aus ganzer Seele heraus deinen Herrn gelobt, hast ihn gedankt, hast ihn gepriesen, hast ihn hoch erhoben mit allem, was du hast, mit allem, was in dir ist. Wann tun wir das? Sag ruhig, dass sie leise sein sollen. Wann tun wir das? Wir tun es dann, wenn wir uns bewusst sind, dass wir niemanden anderen haben als ihn allein. Wenn wir uns bewusst sind, dass er der Einzigste ist, zu dem wir kommen können. Dass er der Einzigste ist, der wirklich seine Hand ausstrecken kann und uns herausholen kann. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat dieser Herr uns Gutes getan? Das Allerbeste, was er uns getan hat, ist, dass er unsere Sünde abgewaschen hat, aus uns neue Menschen gemacht hat, den Zugang zum Vater frei gemacht hat. Und er hat noch viele, viele andere gute Dinge in unserem Leben getan. Wie viele Bewahrungen hat er geschenkt? Wie viel Segen hat er über uns herabgeschüttet? Wie dankbar können wir ihm sein, Geschwister, für das Gute, was er uns getan hat und immer noch tut. Aber wie schnell vergessen wir? Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war schon mal mit dem Corona und da ist am Anfang sind die Menschen auch in die Gemeinde gekommen, haben nach Gott gerufen. Aber dann war eine Zeit, wo das mit dem Corona zurückgegangen ist und plötzlich war dieser Gott nicht mehr so interessant. Plötzlich hat man da schon wieder vergessen, was er getan hat. Und schon sind die Menschen wieder weggeblieben von der Gemeinde, weggeblieben von der Gemeinschaft und haben vergessen, was Gott Gutes getan hat. Geschwister, Gott musste auch zu solchen Maßnahmen greifen, wie wir sie jetzt momentan haben. Damit wir, auch gerade wir als Christen, uns zu ihm hinflüchten. Dass wir nicht vergessen, was für einen guten und gütigen Gott wir haben. Wisst ihr, es gibt ein Sprichwort, wo die Not am größten ist, der Herr mir am nächsten. Und das ist wahr, Geschwister. Da, wo wir weder ein noch aus wissen, da, wo wir keine Möglichkeit sehen in unserem Leben, da schreien wir zu Gott. Da schreien wir zu Gott.
Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle zu Gott schreien. Weil dieses Corona ist auch ein Reden Gottes. Er will uns damit etwas zeigen und etwas sagen. Wir sind nicht Corona ausgeliefert, sondern wir sind unseren Herrn Jesus Christus ausgeliefert. Von seiner Gnade sind wir abhängig. Corona hat nicht unser Leben in der Hand, sondern Jesus Christus hat unser Leben in der Hand. Und deswegen können wir ihn und sollen wir ihm nicht vergessen, was er Gutes für uns getan hat. Aber wie schnell vergessen wir, was er für uns Gutes getan hat, Geschwister. Wisst ihr, unser Herr, er hört nicht auf, uns Gutes zu tun. Hier heißt es weiter, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dir all deine Sünden vergibt. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, Geschwister, und habe ihn wirklich gefragt, glaubst du, dass Jesus für dich sterben musste? Und dieser jemand sagte, ja, der ist für alle gestorben. Nein, sage ich, du hast mich nicht richtig verstanden. Glaubst du, dass Jesus für dich persönlich sterben musste, weil du so schlecht bist? Und dieser jemand sagte, nein. Da hat es nicht verstanden. Geschwister, ich selber bin so schlecht, dass Jesus für mich sterben musste. Auch wenn heutzutage viele Gemeinden oder viele Pastoren das alles so umschreiben und sagen, das ist alles nicht so schlimm und so weiter. Doch, es ist schlimm. Ich bin daran schuld, dass Christus sterben musste. Für meine Sünden. Ich persönlich. Genauso wie du persönlich daran schuld bist. Jeder Einzelne, der das hier hört und jeder Einzelne, der hier sitzt. Wir sind persönlich daran schuld, dass Christus Jesus für uns gestorben ist. Mein Vater hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, du bist der Mörder Jesu. Du hast Jesus umgebracht. Und das ist, Geschwister, er hat unsere Schuld auf sich genommen und musste sterben. Weil Sünde bringt den Tod und wir durften leben. Er hat all unsere Sünde auf sich genommen. Er hat dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hat mein und dein Leben von Verderben bewahrt. Er hat es davon erlöst. Überleg dir das mal. Über mich stand das Todesurteil. Und genauso wie über dich. Und er hat uns von diesem Todesurteil losgelöst und hat uns erlöst, dass wir nicht sterben müssen. Er hat nicht zugelassen, dass wir vernichtet werden. Halleluja. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind gekrönt worden von ihm. Dabei hätten wir mit Haut und Haaren in der Hölle schmoren müssen. Und er hat es von uns abgewendet. Er hat uns Leben geschenkt. Und als dass er uns verdammt hat, hat er uns gekrönt mit Barmherzigkeit und Gnade. Über unserem Haupt und über unserem Leben steht Barmherzigkeit und Gnade. Überleg dir das mal. Wir und ich, die wir es am allerwenigsten verdient haben, dass diese Überschrift über unserem Leben steht, er hat es uns geschenkt.
Und das soll ich vergessen. Das soll ich vergessen, was er mir getan hat. Nur weil mir die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Nur weil Dinge in meinem Leben passieren, die ich mir nicht erklären kann. Dass ich das auf Seite schiebe und es für nichts, für Dreck erachten, das, was er für mich getan hat. Geschwister, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Er hat alles für uns gegeben, auf dass wir die Krone der Gnade und der Barmherzigkeit tragen dürfen, die er für uns errungen hat. Er hat sie errungen im Tod, in der Auferstehung, am Kreuz. Er ist durch den Ring gegangen und er war voller Blut und Schmerzen und voller Hohn und voller Spott. Und er hat diesen Kampf gekämpft und hat gesiegt. Und das soll ich vergessen. Das soll ich jetzt vergessen, was er für mich getan hat. Wisst ihr, dieser Jesus und seine Botschaft, die ist immer aktuell, sie ist zum Greifen. Sie ist nicht etwas Hochtheologisches. Schlau sprechen kann jeder. Das können wir. Und gerade auch unser Volk kann das. Das ist kein Problem. Aber wirklich zu verstehen und wirklich daran festzuhalten, was Christus uns geschenkt hat, diese Krone der Gnade und der Barmherzigkeit, das machen die wenigsten. Weil da ist kein Platz für Selbstdarstellung oder für Selbstgerechtigkeit, sondern da ist nur Platz für die Ehre des Herrn Jesus Christus. Da ist nur Platz, um ihn zu loben und ihn zu preisen. Diese Krone haben wir uns nicht selbst errungen, sondern sie hat er für uns errungen. Er hat für uns eine Dornkrone getragen, die sie ihn auf den Kopf geschlagen haben, um dass wir diese Gnadenkrone haben dürfen. Halleluja. Das hat unser Herr für uns getan. Und das wollen wir nicht vergessen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Fröhlich machst, den Mund fröhlich machst. Also die meisten Christen, die ich jetzt sehe oder höre, die haben einen Mund der Traurigkeit. Da ist nicht viel Fröhlichkeit dabei. Wir machen gerade so, als wenn wir das nicht erwartet haben, was jetzt passiert. Wir machen gerade so, als wenn wir da ganz unvorbereitet hineingehen. Die Bibel sagt es uns. Die Bibel hat es uns schon immer gesagt. Und es ist jetzt Realität geworden, ihr Lieben, dass wir in einer bösen Zeit sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht fröhlich sein können in ihm. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns von dieser Liebe und von dieser Gnade, von dieser Barmherzigkeit im Herzen anstecken lassen, um dass diese Freude darüber, was er für uns getan hat, auch aus unserem Mund herausfließt. Und du wirst wieder jung sein, heißt es hier. Und du wirst wieder jung sein. Ich glaube, jeder, der in den Spiegel guckt und einen nach dem anderen Tag entdeckt mehr graue Haare, mehr Falten und andere Dinge, die einem wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber die Tat, die Jesus für uns vollbracht hat, das, was er für uns getan hat, das veraltet nicht. Das ist gleichbleibend. Das ist gleichbleibend, lebendig und nicht veraltet. Seine Botschaft veraltet nicht. Auch wenn das viele versuchen, sich damit irgendwelchen neuen Dingen da hervorzutun. Aber es bleibt und ist die alte, gute, frohmachende, lebendige und erfrischende Botschaft, die uns der Herr bringt. Halleluja. Der Herr erschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Er hat sie die Kinder Israel. Er hat die Kinder Israel es wissen lassen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Überleg dir das mal. Auch damals für das Volk, es hat es verdient, dass der Herr auf ewig hätte mit ihnen zornig sein müssen. Aber er hat sich immer wieder seinem Volk erbarmt. Wir haben es immer wieder verdient, dass er über uns zornig bleibt. Wie oft beleidigen wir ihn mit unserer Tat, mit unserem Denken. Und wie froh dürfen wir sein, dass dieser Gott nicht auf ewig mit uns zürnt. Wie froh dürfen wir sein, dass wir zum Kreuze kriechen dürfen und ihm um Vergebung bitten dürfen, Geschwister. Ja, Geschwister, ich habe es jeden Tag nötig, und ich schäme mich nicht dafür, das zu sagen, ich habe es jeden Tag nötig, zum Kreuze zu kriechen und den Herrn zu bitten, dass er mir vergibt. Wir haben es nötig, dass er uns vergibt. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier heißt es weiter, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Er handelt nicht mit uns, wie es unsere Sünde verdient hat. Aber er lässt Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Geschwister, ich frage mich, wo ist die Ehrfurcht hin vor Gott? Wo ist die Ehrfurcht hin, die wörtliche Ehrfurcht, die uns erzittern lässt vor diesem Gott? Von diesem gewaltigen Gott? Von diesem heiligen Gott? Wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, dass der Jesus für uns ein Spielkamerad wäre oder dass er einfach unsere Dinge mitmacht, sondern wir haben es mit einem gewaltigen, heiligen und gerechten Gott zu tun, der nicht mit uns umgegangen ist, so wie es unsere Taten verdient haben, sondern sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, die ihn respektieren, die ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Geschwister, manche Christen schämen sich ja sogar, vor diesem Herrn Jesus auf die Knie zu gehen. Dabei ist das der Platz, der uns gebührt, vor ihm, auf unsere Knie zu gehen und zu ihm zu bekennen, du bist der Herr aller Herren. Du bist derjenige, der Recht hat und ich habe Unrecht. Du bist derjenige, der den Sieg davongetragen hat und ich der Verlierer bin, aber durch dich darf ich auch Sieger sein, in deiner Kraft. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind und er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Geschwister, das hier, was wir hier sind, was hier unser Fleisch ist, das ist nichts anderes als Staub. Diese Hülle, und mag sie noch so schön sein, wird vergehen und wird zu Staub zerfallen, und wird als Nahrung für den Satan dienen. Aber das, was der Herr in uns hineingelegt hat, den neuen Menschen aus Wasser und Geist, der wird auf ewig bei ihm sein. Wisst ihr, wir sollten nicht zu viel auf uns und unsere Kraft geben, denn ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras und er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, kommt es wieder, die ihn fürchten. Geschwister, wir sind dazu angehalten, unseren Herrn zu respektieren, ihn zu fürchten.
Aber mit fürchten meine ich nicht, dass wir ängstlich vor ihm weglaufen müssen, sondern dass wir ihn den höchsten Maß an Respekt entgegenbringen, zu dem wir imstande sind. Dass wir ihn die höchste Ehrerbietung darbringen, zu der wir imstande sind. Dass wir ihm den Lebensplatz überlassen. Das heißt nicht irgendein Platz in unserem Leben, sondern dass er unser Leben ist. Und das ist die Ehrfurcht, die vor ihm gilt. Alles andere ist keine Ehrfurcht vor Gott. Alles andere ist keine Furcht vor Gott. Wenn er irgendeine Nummer in deinem Leben ist, wenn er irgendeinen Platz als Gott hat neben deinen ganzen anderen Göttern, dann ist nicht das gegeben, dass du Furcht vor Gott hast. Die Furcht, von der die Bibel hier spricht. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Halleluja. Wir leben nicht mehr uns selbst, sondern wir leben Christus Jesus. Geschwister, und das wollen wir tun. Das wollen wir tun jetzt gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit ist es mehr als nötig, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihn nach seinem Willen zu fragen und zu tun. Der Herr geht mit mir genauso um, nicht nur mit euch. Ich muss auch Dinge tun, die ich gar nicht will. Zu 99%, was der Herr sagt, will ich im ersten Moment gar nicht. Aber ich muss erkennen, dass es dann der Wille Gottes ist. Und ich muss ihn dann tun. Ich kann euch aber noch ein Zeugnis darüber erzählen. Und damit werde ich jetzt schließen dann. Wisst ihr, Geschwister, ihr kennt mich. Und ihr wisst, dass wir hier in Minden eine große Gemeinde hatten. Mit meinem Vater zusammen. Mein Vater ist schon zum Herrn gegangen. Seit 3 Jahren. Und diese Gemeinde ist dann auseinandergebrochen. Und ja, wir sind als ein paar Leute übergeblieben. Und ich habe für mich hier keinen Weg mehr gesehen in Minden. Und ich wollte auch nicht mehr hier in Minden bleiben. Ich wollte wegziehen. Weil ich nicht gesehen habe, dass der Herr mich hier gebrauchen könnte. Aber ich wusste natürlich jetzt auch, wenn das nicht in dem Willen des Herrn ist, dann wird es mir auch nichts bringen, wenn ich dann einfach wegziehe. Aber ich habe so auf meinem Herzen das gehabt. Und habe dann zu Gott gebetet, weil ich bin ein Mensch, der, wenn ich auch viele Fehler mache, aber ich will im Willen Gottes sein. Und ich habe zum Herrn gebetet, habe gesagt, Herr, wenn du schenkst, da ging es auch um 2 Personen, die ich dann auch wirklich mit Namen genannt habe, vor meinem Herrn. Wenn du schenkst, dass diese Personen hierher kommen und ich mit ihnen rede, dann weiß ich, dass du nicht willst, dass ich wegziehe. Und ich habe mir extra Personen ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das ist am weitesten entfernt, die werden sowieso nicht kommen. Und so kann ich dann meine Sachen packen und verschwinden aus Minden. Ja, und dieses Gebet hat also so ungefähr so nach 6 Wochen, 5, 6 Wochen, 7 Wochen vielleicht, standen die 2 Personen dann auf einmal hier bei mir. Wir haben zusammen geredet und da wusste ich, dass der Herr nicht will, dass ich wegziehe. Ich wollte das auf jeden Fall und im Grunde genommen will ich es immer noch. Aber ich kann nicht gegen den Willen des Herrn gehen, weil ich genau weiß, dass mir das keinen Segen bringt. Und es zeigt meinem Herrn auch, wenn ich dann dagegen gehe, was er sagt, dass ich ihn nicht respektiere und ihn nicht fürchte, wenn ich dann meinen eigenen Willen tue. Und seinen eigenen Willen zu tun, obwohl wir wissen, dass Gott etwas anderes will, ist Sünde vor Gott, ist Respektlosigkeit vor Gott. Und da ist keine Ehrfurcht oder Furcht vor ihm da. Und wenn das in deinem Leben Einzug hält, dann wird es dir nicht gelingen, dass er dir vergibt und dass er mit dir ist und dass er dich segnet in deiner Familie. Also Geschwister, lasst uns den Herrn fürchten. Lasst uns ihn ernst nehmen. Lasst uns umso mehr diese Zeit
näher rückt, umso böser diese Zeit wird und umso kranker diese Zeit wird, lasst uns noch mehr darauf achten, dass wir unser Leben führen, dass es für unseren Herrn ein Wohlgeruch ist. Lasst uns noch darauf achten, dass wir den Preis der Nachfolge bezahlen. Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu verhätscheln und ach, und es wird alles gut. Es wird überhaupt nichts mehr gut hier auf dieser Welt. Das Einzige, was ist, der einzige Grund, warum wir noch hier auf dieser Welt sind, ist, dass wir Frucht bringen für unseren Herrn Jesus Christus. Einen anderen Grund gibt es nicht mehr. Deswegen, Geschwister, lasst uns achtsam sein. Lasst uns auf unseren Herrn schauen. Und Geschwister, ich möchte auch wirklich, es sind so viele Kranke hier ringsherum, auch in Freiburg, die Geschwister, sind viele krank. In Holland, Stanley, sein Vater und auch viele andere sind krank. Auch hier bei uns in Minden und überall, die ganzen Städte, gibt es genug Kranke. Und ich möchte jetzt ganz besonders für die Kranken beten. Und ich möchte unseren Herrn anflehen, dass er ihnen begegnet. Und auch dir begegnet, da wo du jetzt bist. Was für eine Probleme und Sorgen du auch immer haben magst. Wie es dir auch geht. Und wenn du auch denkst, du bist alleine. Und vielleicht siehst du auch keinen Weg. Aber der Herr hat immer einen Weg für dich. Ich möchte auch für die Geschwister aus Holzminden beten. Auch für, da ist auch ein Mann vom Dach gefallen. Der wird auch am Dienstag operiert. Für ihn möchte ich auch beten. Ja, Geschwister, lasst uns gemeinsam, ich will euch einladen, lasst uns gemeinsam vor diesem Herrn treten. Vater, nimm mir, ich will dir danken, Jesus Christus, Herr, dass du unsere Kranken siehst, Herr. Du siehst, Vater, nimm mir, Stanley, Herr, in Holland, Herr, mit seiner Familie, Herr, mit seinem Vater, Jesus Christus, Herr, mit allen, Jesus, Herr, die da sind, Herr, alle Geschwister, Jesus, Herr, die jetzt krank sind, Herr, Probleme haben da in Holland, Jesus, Herr. Ich möchte dich bitten, Vater, nimm mir, dass du, Herr, deine Heilung ausgießt, Jesus, Herr, da, Herr, über unsere Geschwister, Jesus Christus, Herr. Wir wollen, Herr, und wir werden das nicht einfach so hinnehmen, Jesus Christus, Herr, sondern wir rufen dich an, Herr, weil wir wissen, Herr, dass von dir Hilfe kommt, Jesus, Herr. Durchflute diese Menschen, Jesus, Herr, mit deiner Heilungskraft, Herr. Gib ihnen Kraft und Mut, Herr, auch gerade Stanley, Jesus, Herr, mit seiner Familie, Herr. Richte sie auf, Jesus Christus, Herr. Stärke sie, Vater, nimm mir, Herr. An Geist, Leib und Seele, Jesus Christus, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du bei ihnen bist und ihnen jetzt ganz nah bist, Jesus, Herr. Und dass du sie jetzt auch, gerade jetzt in diesem Moment, Herr, berührst, Jesus, Herr. Ich möchte dir danken, Jesus Christus, Herr, dass du die Geschwister dort, Herr, in deiner Hand hast, Herr. Auch die Geschwister aus Freiburg, Jesus, Herr. Auch den Honi, seine Schwiegereltern, Jesus, Herr. Auch alle anderen, Jesus Christus, Herr, alle, die da sind, Herr. Ich bitte dich, Jesus Christus, Herr, gieße Heilung über sie aus, Jesus, Herr. Mach sie gesund, Jesus Christus, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus, Herr, weil unsere Hilfe kommt von dir, Herr, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir geben nichts, Herr, auf menschliche Dinge, Jesus, sondern wir nehmen dich, Jesus Christus, Herr, für ernst, Jesus Christus, Herr. Wir respektieren dich, Jesus, Herr. Deswegen rufen wir dich, Herr, auch um Hilfe an, Herr. Weil wir wissen, dass du der Arzt aller Ärzte bist, Herr. Auch für den Mann da, Herr, in Holzminden, Herr, der vom Dach gefallen ist. Du weißt, Herr, dass er am Dienstag eine Operation hat, Jesus Christus, Herr. Ich möchte dich auch dort bitten, Herr, dass du deine heilenden Hände, Herr, auf ihn hältst, Jesus Christus, Herr. Und dass du, Jesus, Herr, die Ärzte auch führst und leitest, Herr, und dass du ihn, Herr, auch seine Schmerzen wegnimmst, Jesus, Herr. Dass du ihn auch segnest, Herr, mit seiner ganzen Familie, Herr. Vater, nimm, Herr, du siehst doch hier bei uns, Jesus, Herr, unseren Kranken hier in Minden, Jesus, Herr. Ich möchte dich bitten, Jesus, Herr, dass du, Herr, wirklich Heilung schenkst, Jesus Christus, Herr. Und dass du, Jesus, Herr, auch die Familien stärkst, Herr, dort, Herr, wo Kranke sind, Jesus, Herr. Dass du sie aufrichtest, Vater, nimm, Herr, ihnen Mut gibst, Jesus Christus, Herr. Und auch überhaupt, Herr, auch in Göttingen, in Kassel, Jesus, Herr. Überall, Jesus Christus, Herr. Wo deine Kinder leiden, Jesus, Herr. Wo Leid und Not ist, Jesus, Herr. Möchte ich dich bitten, Herr, dass du eingreifst, Jesus. Hab Dank dafür, Herr, in Jesu Christi Namen, Herr. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen und danach will ich auch beten für diejenigen, die
die Depression haben, für diejenigen, die gebunden sind an Zigaretten oder Alkohol oder Drogen oder sonstige Dinge. Weil ich weiß, dass unser Herr befreit und die Ketten des Satans zerstört. Halleluja. Ich möchte dir danken, Jesus, Herr, dass du auch alle Gebundenen siehst, Jesus, Herr. Egal, ob sie an Zigaretten gebunden sind, Herr, an Alkohol gebunden sind, an Drogen gebunden sind, Herr, an andere Dinge, Jesus Christus, Herr, du weißt um alles, Jesus, Herr. Ich möchte dir danken, dass ich gebieten darf in deinem Namen, Jesus Christus, dass der Satan weichen muss, Herr. Und dass diese Ketten, Herr, zerstört
sein müssen, Herr, in deinem Namen, Jesus Christus. Und dass sie sich nicht belügen lassen müssen von diesem Satan, der ein Lügner ist von Anfang an, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du Leben bringst, Jesus Christus, Herr. Dass du Freiheit bringst, Jesus, Herr. Und das rufe ich aus, Herr, über die Gebundenen, Jesus Christus, Herr. Vater im Himmel, Herr, ich danke dir, Herr, dass du das tust, Jesus Christus, Herr. Du siehst auch alle diejenigen, die Depression haben, Jesus Christus, Herr. Die, Herr, Probleme haben, Jesus, Herr. Die traurig sind, Jesus Christus, Herr. Die überfordert sind, Jesus, Herr. Die mutlos sind, Jesus Christus, Herr. Ich möchte dich bitten, deinen Namen, Herr, dass du sie aufrichtest, Jesus, Herr. Dass du ihnen jetzt wohl tust, Jesus, Herr, da, wo sie jetzt sind, Herr. Dass du ihnen neue Kraft gibst, Herr, neue Mut gibst, Jesus, Herr. Mit ihnen neu losgehst, Jesus, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du das schenkst, Jesus, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du es tust, Jesus Christus, Herr. Weil du ein guter, gütiger und allmächtiger Gott bist, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, in Jesu Christi Namen, Herr. Ich möchte dir auch danken, Herr, für unsere Dienerschaft, Jesus, Herr. Du kennst sie alle, Jesus Christus, Herr. Da ist ein Stanley, Herr, da ist ein Erich, Herr. Da ist Honi, Herr, da ist Michael, Herr. Da ist Mario, Herr. Da ist Peter, Herr. Da bin ich, Herr. Und da ist auch unser ältester Diener, Herr, der jetzt im Krankenhaus ist, Herr. Und Stanley, sein Vater, Herr. Segne ihn, Jesus Christus, Herr. Halleluja, dass ich wissen darf, Herr, dass du mit ihm bist, Herr, und auch mit uns bist, deinen Diener, mit unseren Familien, Herr, mit unseren Kindern, Herr. Dass du uns bewahrst und behütest, Jesus, Herr, dass wir dein Wort, Herr, bringen dürfen, Jesus, Herr, dass du uns immer wieder Mut machst, Jesus, Herr, und immer wieder Wege zeigst, Herr, wie wir von dir zeugen können und dein Wort in rechter Art und Weise, Herr, weitergeben, Herr, so wie du es willst, Jesus Christus, Herr. Ich will dir danken, Herr, dass du mit uns bist, Jesus, Herr, dass ich deinen Segen ausrufen darf über unsere Dienerschaft, Herr. Danke, Herr, dass ich dich bitten darf, Herr, dass du dein Angesicht leuchten lässt, Herr, über unsere Dienerschaft, Jesus, Herr, und dass du Frieden ausgießt, Herr, über unsere Dienerschaft, Jesus, Herr. Hab Dank, Herr, dafür, Herr, dass du uns zusammengebracht hast, Herr. Du bist ein guter und gütiger Gott, Herr. Auch für unseren Erich, Jesus Christus, Herr. Den will ich nicht vergessen, Herr. Segne ihn auch ganz besonders, Jesus Christus, Herr. Danke, dass du auch ihn, Herr, führst. Und leitest er mit seiner ganzen Familie, Herr, dass du Bewahrung schenkst über ihn, Jesus Christus, Herr. Halleluja, Herr. Du Majestät, du König, Herr. Ich will dir dafür danken, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Amen. Amen. Ja, Geschwister, ich wünsche euch reichlich Gottes Segen. Und haltet fest an den Herrn und lasst euch nicht unterkriegen. Amen.